Bevor ich Sie in das wohlverdiente Wochenende entlasse, möchte ich noch einmal zeigen, warum aufgrund der hohen Inflation die Wirtschaft sowohl in den USA als auch in Europa so oder so in eine Rezession rutschen wird und warum es wohl nicht so super bullisch für die Aktienmärkte sein dürfte, dass wir vielmehr sogar hier eine Bärenmarkt-Rallye gesehen haben. Wie gesagt, ich versuche da nochmal Ihre Laune aufzuhellen und diese Zusammenhänge klar zu machen. Wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen zwei Übeln, nehmen wir mal an Pest oder Cholera, dann würden Sie normalerweise sagen, okay, ich kann es nicht verhindern, ich kann aber wählen zwischen zwei Übeln, dann gucke ich mir das Übel an, das vielleicht etwas weniger übel ist. Und eines ist klar, wenn Sie mal in die Geschichte zurückblicken, und ich hatte immer wieder solche Charts gezeigt, ab bestimmten Niveaus von dauerhafter Inflation rutscht die Wirtschaft in die Rezession. Das ist immer so gewesen. Das weiß die Fed, das weiß wahrscheinlich auch die EZB. Aber jetzt haben Sie eben diese zwei Möglichkeiten als Notenbank. Entweder Sie sagen sich, naja, ich versuche wenigstens die Kontrolle ein bisschen zu behalten über die Inflation, indem ich die Geldpolitik straffe, Zinsen anhebe, Bilanzsumme reduziere. Das ist der Weg der Fed. Dann werden sie wahrscheinlich was ernten? Eine Rezession. Okay, klar, wenn jetzt sozusagen die Party vorbei ist, die Geldpolitik rigider wird, die Zinsen steigen, die Hypothekenzinsen steigen, Geld wird teurer, die Leute konsumieren weniger etc., dann habe ich eine Rezession. Okay, ist leider so, aber wenigstens habe ich die Kontrolle über die Inflation behalten, so ein bisschen. Die Fed entscheidet sich also für Cholera, wenn es die Wahl hat zwischen Pest und Cholera. Die EZB dagegen sagt sich, wir hoffen, dass wir nicht in die Rezession rutschen, ignorierend, dass eben hier die hohe Inflation so oder so zu einer Konsumzurückhaltung und damit zu einer Rezession führt. Aber sie verliert auch gerne die Kontrolle, indem sie schlichtweg zu feige ist, die Zinsen anzuheben. Und so geht die Fed den besseren, den schmerzvollen, aber weniger schmerzvollen Weg, denn die EZB wird nicht nur die Rezession nicht verhindern können, sondern sie wird auch die Kontrolle über die Inflation komplett verlieren, damit ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Und dementsprechend ist die EZB weitaus schlechter dran. Schauen wir uns diese Zusammenhänge mal an, meine Damen und Herren. Wir sehen, der Anleihemarkt schreit Rezession in den USA. Hier sehen wir etwa 2- und 10-jährige, oben im Chart 2- und 10-jährige Anleiherenditen invertieren sehr, sehr deutlich, gehen immer weiter ins Negative. In der Mitte haben wir die 5- und 30-jährige Anleihekurve invertiert immer stärker und das erste Mal seit 2007, also wenn man will, seit der Finanzkrise, haben wir jetzt auch die 2- und die 30-jährige invertiert. Bedeutet nichts anderes, dass eine 2-jährige Anleiherendite jetzt mehr abwirft als eine 30-jährige Anleihe. Das muss man sich mal vorstellen, weil eben die Märkte damit rechnen, dass die Fed jetzt aggressiv gegen diese Inflation vorgeht. Und normalerweise ist es ja so, es dauert, bis eine Invertierung der Zinskurve eintritt oder von Zinskurven eintritt, wenn die Fed begonnen hat, die Zinsen anzuheben. Normalerweise dauert das 23 Monate, fast 2 Jahre. Ist also der Abstand zwischen erster Anhebung der Zinsen durch die Fed, die wir ja kürzlich gesehen haben, und dann der Inversion der Zinskurven. Jetzt sehen wir, es hat nicht mal 2 Wochen gedauert, also null. Die Anleihemärkte signalisieren also, bums, das wird richtig unschön. Das wird eine spannende Geschichte. Jetzt sagt Lisa Abramovic, respektive TD Securities, also die Inversion dieser Zinskurve signalisiert, dass die Märkte sagen, die Fed wird wählen müssen zwischen einem Soft Landing, also zwischen, naja, die Wirtschaft nicht in die Rezession schicken, oder man wird sich eben dafür entscheiden müssen, die Inflation nach unten zu kriegen, dann wird man die Wirtschaft in eine Rezession stürzen. Aber das stimmt nicht ganz, denn, wie ich anfangs gesagt habe, Charts zeigen, dass bisher immer, wenn die Inflation dauerhaft bestimmte Niveaus überschritten hat, eine Rezession kommt, Konsumzurückhaltung etc. Genau das ist jetzt der Punkt, um den es geht. Also die Fed wird sich diese Statistiken schon angeschaut haben und weiß natürlich, das ist irgendwie noch unsere Chance, damit wir unsere Glaubwürdigkeit behalten. Und diese Glaubwürdigkeit der Fed war ja angekratzt durch die permanenten Aussagen, diese Inflation ist transitory, die geht vorüber. Dann aber der Sinneswandel mit der Neunominierung von Powell durch Joe Biden. Plötzlich ist alles anders. Plötzlich wird Powell immer hawkischer. Von Woche zu Woche könnte man sagen. Aber die Märkte
Die Aktienmärkte nehmen das nicht so richtig ernst. Jetzt gucken wir uns mal an, was denn solche Prognosen wert sind, wie von Goldman Sachs. Sie sagen, also, nein, die US-Wirtschaft wird nicht in die Rezession sinken. Dann gucken wir uns unten mal die real verfügbaren Einkommen an, also das, was praktisch nach Inflation übrig bleibt. Negativ seit 7 Monaten, das heißt, die Leute verlieren seit 7 Monaten in den USA Geld. Und wir sehen auch, dass jetzt praktisch der Konsum schon negativ wird. Consumption Expenditure, Real Consumption Expenditure, also die realen Verbraucherausgaben ohne, also unter Einbeziehung der Inflation, ist rückläufig. Warum ist die rückläufig? Weil die Leute ihr Geld verprasst haben, das sie vom Staat bekommen haben, als Helikoptergeld oder das eben als Liquidität in die Märkte gepumpt wurde, sodass sie dann über Aktienmärkte etwas wohlhabender wurden. Also wir sehen, das Problem an dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt auch in den USA haben, ist, dass natürlich, wenn ich Helikoptergeld ausschütte etc., ich den Konsum der Zukunft in die Gegenwart verschiebe, was für die Gegenwart sehr nett ist, aber für die Zukunft schlecht, weil dann eben dieser Konsum nicht mehr stattfinden kann, den ich aus der Zukunft mir für die Gegenwart schon leihe. Das ist das große Problem. Und jetzt hatten wir ja heute die US-Arbeitsmarktdaten gesehen, die Arbeitslosenquote bei 3,6%. Und Sven Henrik zeigt hier sehr schön, dass jedes Mal, wenn wir hier eine Arbeitslosigkeit haben von 3,6%, dann in nicht sehr ferner Zukunft eine Rezession bevorsteht. Das sehen wir hier mit diesen dunkelgrau gestrichelten Bereichen. Jedes Mal also, wenn die Arbeitslosigkeit so tief nach unten geht, dann ist das Beste sozusagen drin für die Wirtschaft. Und dann geht es ziemlich zügig bergab. Das ist praktisch wie beim Sex, gell? Kurz vorm Ende ist immer am besten. Ne? Und so ist es eben hier auch. Apropos Inflation, schauen wir uns jetzt mal unsere Freunde von der Pest an, also die EZB. Hier sehen wir Euro-Inflation 7,5%. Die Policy Rate der EZB, also der Einlagezins, ist im Negativen nach wie vor, der Leitzins nach wie vor nicht über Null hinausgekommen. Und Gott sei Dank, wie hier ein angelsächsischer Kommentator zynisch kommentiert, Gott sei Dank ist in dieser Situation die EZB noch dabei, 60 Milliarden Euro pro Monat in die Märkte zu pumpen. Das ist großartig. Und jetzt hat Knot, der Holländer, gesagt von der EZB, also ich glaube nicht, dass wir eine Rezession sehen, wir sehen eine Slowflation. Wow, der Mann ist echt gut, eine Slowflation, eine Verlangsamung also bei Inflation. Das sind doch eher nette Wunschträume, die haben mit der Realität nichts zu tun. Es ist fast so sicher wie das Abend in der Kirche, dass wir in eine Rezession gleiten werden. Schauen wir uns hier mal diese 7,5% an. Natürlich sehr, sehr viel Energie, aber dass die Energie jetzt so viel günstiger wird in nächster Zeit, steht nicht zu hoffen. Klar, der deutsche Staat versucht da ein bisschen mit Steuersenkungen und Helikoptergeld ein bisschen zu helfen, aber es ist auch so, dass ohne die Energie eben die Preise deutlich gestiegen wären. Jetzt wollen wir uns mal zum Beispiel das, was hier auf dem Boden passiert, in Supermärkten passiert. Aldi will wohl Einkaufspreise, die massiv teurer geworden sind und sagt jetzt also, die Lebensmittelpreise könnten 20-50% teurer werden. 20-50%, das ist nach meiner Auffassung schon ein Ansatz von Inflation. Jetzt ist es natürlich so, dass in Deutschland die Lebensmittelpreise ohnehin im Weltvergleich, glaube ich, so niedrig sind wie nirgendwo anders. Wenn Sie in Spanien mal eine Milch kaufen oder in Italien, nur als ein Beispiel, da ist das viel, viel teurer. Also Lebensmittel sind viel teurer. Da sind wir durch diese Konkurrenz der Discounter natürlich schon und durch diesen Dumpingwettbewerb natürlich verwöhnt. Aber es liegt eben auch daran, dass Dünger- und Futtermittel deutlich teurer geworden sind. Und das heißt, dass sozusagen die Produzenten schlichtweg höhere Kosten haben und hatten. Jetzt allerdings eine interessante Mitteilung heute. Russland will mehr Dünger exportieren. Das hat man ja sehr deutlich eingeschränkt, will sich dafür aber in Rubel bezahlen lassen. Interessant, interessant. Jetzt kommen wir nochmal zu den USA. Wir haben also gesehen, eine EZB träumt noch davon, dass es keine Rezession geben wird. Man ist im Dornröschenschlaf in Sachen Inflation, pumpt sogar noch Geld in die Märkte, während die Fed immer hawkischer geworden ist. Und wir sehen die Arbeitsmarktdaten, die waren heute leicht unter der Erwartung. Allerdings wurde der Vormonat nach oben revidiert und die Stundenlöhne waren noch etwas hotter, was den Vorjahresvergleich
betrifft als ohnehin erwartet. Und wir haben dann den ISM-Index gesehen aus den USA, schwächer als erwartet, aber mit einem massiven Preisanstieg, der hier zu verzeichnen war. Und Jim Bianco bringt vielleicht diese Notlage der Fed, diese Wahl zwischen Pest und Cholera auf den Punkt. Die Märkte preisen jetzt, nämlich die Fed Fund Futures, 71% Wahrscheinlichkeit eines 50-Basispunkte-Schrittes im Mai ein und 78% eines zweiten 0,5er-Schrittes dann im Juni. Jetzt ist es so, dass bei 3,6% Unemployment, also unpraktische Arbeitslosigkeit, natürlich die Fed da wenig Probleme hat zu sagen, okay, dann müssen wir die Geldpolitik strafen. Wenn jetzt die Aktienmärkte steigen, dann werden die Finanzkonditionen laxer. Dann sagt sich die Fed, naja, wir wollen doch eigentlich die Finanzkonditionen strafen, um die Nachfrage runterzukriegen, weil nur wenn wir die Nachfrage runterkriegen, kriegen wir auch die Inflation runter. Dementsprechend, das sind gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, und die Fed wird keine andere Möglichkeit haben. Und dass die Dinge hier nicht so toll laufen, sehen wir hier in diesem Chart. Etwa im Finanzsektor der Bankenindex schwer angeschlagen, eben weil durch die Invertierung der Zinskurven die Margen für die Banken wegbrechen werden. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen intakten Bullenmarkt gesehen hätten, wenn die Finanzwerte sozusagen hier schlechte laufen. Hier nochmal ISM, was ich vorhin angesprochen hatte. Massiv steigende Preise, schwächerer Index. Supply Chain Disruptions, Significant Price Increases. Hier sind die alle gelb markiert. Also das hat gewimmelt von Aussagen. Die Lage hat sich weiter verschlechtert. Materialmangel, Lieferengpässe. Massiv steigender Kostendruck, den wir weitergeben werden und müssen. Also das ist eine Endlosschleife, die sich hier praktisch abspielt. Und als Notenbank kann man nur eine Chance haben, Kontrolle behalten, indem man eben die Zügel anzieht, damit die Wirtschaft in eine Rezession stürzt, die eh nicht verhinderbar ist, weil bei zu hoher Inflation eben eine Inflation, eine Rezession so oder so eintritt. Jetzt kommen wir mal kurz zu den Aktienmärkten in den USA. Hier sehen wir den S&P 500 nach dieser Rallye auf wöchentlicher Basis, und da haben wir eine etwas unschöne Kerze mit diesem ziemlich langen Docht nach oben. Mal sehen, wie es heute dann noch endet diese Woche, aber wir sehen auch den Nasdaq, der genau bis zu sehr, sehr wichtigen gleitenden Durchschnitten gelaufen ist und da abgeprallt ist. Also für die Bullen ist auch in Sachen Aktienmärkte die Kuh noch lange nicht vom Eis, noch ist der Beweis nicht erbracht, dass wir es nicht mit einer Bärenmarkt-Rally zu tun haben. Hoffnung hat heute ein bisschen jetzt diese ganze Ukraine-Geschichte gemacht, nachdem Lavrov sich ein bisschen geäußert hat, ja, es gibt mehr Verständnis der ukrainischen Führung über die Situation im Krim und in Donbass. Ich halte das alles für Bullshit-Talk. Das ist praktisch einfach nur, naja, dahingesagt, die Dinge scheinen nicht gerade zu deeskalieren. Die Ukrainer scheinen vielmehr jetzt sogar schon Russland anzugreifen. Sie haben vielleicht gehört, dieses Munitionsdepot, was auf russischem Boden hier angegriffen wurde. Auf der anderen Seite sehen wir ja diese massive Diskussion um Gas und Rubel und so weiter. Und was machen die Russen? Die schicken derzeit so viel Gas nach Westeuropa durch die Ukraine wie seit 4 Monaten nicht mehr. Erstaunlich, erstaunlich. Hier unten sehen wir den Chart dazu. Die Mengen sind deutlich nach oben gegangen. Und gleichzeitig sagt der Kreml also, diese Order von Putin in Sachen Rubel, die ist irreversibel. Und die Gazprom hat jetzt offenkundig seine Kunden aus den unfreundlichen Staaten darüber informiert. Die russische Zentralbank hat nochmal diesen Mechanismus erklärt. Man muss dann als westliches Unternehmen ein neues Konto eröffnen. Da wird in Euro einbezahlt, aber gleichzeitig muss der Einzahler auch sagen, ich möchte, dass das in Rubel konvertiert wird. Ziemlich absurde Geschichte. Viele denken ja, das wäre ein super Stärkezeichen von Putin. Ich glaube das nicht. Gazprom trennt sich von seiner Tochter Gazprom Germania, nachdem ja vorher schon Deutschland signalisiert hat, das ist der systemrelevant. Das sind ja deutsche Töchter von Gazprom und auch von Rosneft. Das dürfte wohl bei Rosneft dann auch, bei dieser Rosneft-Tochter auch passieren. Also wir sehen, die Dinge gehen hier weiter, und Deutschland hat jetzt, und das ist wirklich auch ein Treppenwitz, 56 Tanks, Combat Tanks, was sind das, Panzer, vermute ich,
an die Ukraine gegeben. Aber wie ist das passiert? Diese sind nämlich Bestände, alte DDR-Bestände, die wir praktisch geerbt haben. Und die wurden dann nach Schweden verkauft. Die Schweden haben sie wieder an die Tschechen verkauft. Und über die Tschechen geht es jetzt in die Ukraine. Gell? Also es ist großartig. Gell? DDR, Schweden, Tschechien, Ukraine. Ne? Und wir haben ja eine glorreiche Verteidigungsministerin, Frau Lambrecht, die schwer in der Kritik steht, weil sie sich nicht besonders geschickt verhält. Geschickt verhalten haben sich allerdings drei Herrschaften, nämlich Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne, die heute im Jahr 76, also wie lange ist das jetzt her, lassen Sie mal rechnen, 46 Jahre, vor 46 Jahren wurde also Apple gegründet. Und das damalige Logo bei Gründung sehen Sie hier, Apple Computer, das war ein Bild von Isaac Newton, diesem großartigen, genialen Physiker. Ich wage mal die These, dass Apple mit Beibehaltung dieses Logos wahrscheinlich nicht so viel Erfolg gehabt hätte, wie sie es dann gehabt haben. Jetzt nochmal zurück zu dieser ganzen Ukraine-Thematik. Wir sehen, dass die Dinge auch für die Russen schwieriger werden in Sachen Landwirtschaft. Die sitzen zwar auf diesen Agrarstoffen, aber sie haben ein Problem. Sie sind eher nicht so stark im Bereich technischer Produktionsgüter in Sachen Landwirtschaft, etwa Traktoren. Also da gibt es ja so Unternehmen wie John Deere, die hier Weltmarktführer sind, Case New Holland, Lilly. Das sind alles Unternehmen, die eben landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge herstellen. Dann haben wir Futtermittelfirmen, westliche Futtermittelfirmen, Schweinezuchtunternehmen. Die sind alle rausgegangen aus Russland. Und das trifft auch die Russen, aber die Russen können auch uns treffen mit der möglicherweise bevorstehenden Agrarexportstopp, den der ehemalige Ministerpräsident und auch ehemalige Präsident Medvedev heute angeregt hat in russischen sozialen Medien. Wir haben etwa ein Fünftel unseres Weizens aus Russland, und dieses Wechselspiel zwischen westlichen Firmen gehen raus aus Russland, Russland droht mit Boykott, das habe ich in einem Artikel von mir Ihnen unter dem Video hier mal verlinkt, sehr, sehr lesenswert, wie alles miteinander zusammenhängt, ebenso wie der Artikel meines Kollegen Inflation rennt weg, dringender Appell eines Top-Experten an die EZB, der sagt, wenn die EZB jetzt nicht handelt, dann werden die Inflationserwartungen weiter nach oben schießen, und das ist dann eine self-fulfilling prophecy, aber offenkundig entscheidet sich die EZB für Cholera und Pest zusammen. Während die Fed wenigstens sagt, okay, ich nehme nur die Cholera, dann habe ich die Pest nicht noch mit dabei. Die EZB also gewissermaßen als Dummbratzenbank, die deutlich hinter der Realität hinterherhinkt. Zwei Artikel also, die ich Ihnen jetzt für dieses Wochenende anempfehle, wenn Sie gleich das Video fertig gesehen haben von mir. Ich wünsche das Allerbeste. Wir sehen uns hoffentlich in alter Frische am Montag. Ich sage Servus und Ciao.